Übrigens ist heute gar nicht Mittwoch. Heute ist Dienstag. Ich nehme nämlich die Videos für dieses Mittwoch immer am Tag vor seiner Veröffentlichung auf. Und weil heute Dienstag, der 11. August ist, musste ich diesmal gar nicht lange darüber nachdenken, über welches Thema ich denn gerne sprechen möchte. Und nun dürfen Sie mal raten, worum es heute geht. Unser Kirchenmusiker Michael Bird, der hat mir dabei geholfen, ein kleines Rätsel für Sie zu machen. Der hat nämlich eine kleine Melodie eingespielt, eines sehr bekannten Kirchenliedes. Und wenn Sie das jetzt hören, dann werden Sie das Rätsel schnell gelöst haben. Haben Sie die Melodie erkannt? Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Das ist ein wunderschönes Sommerlied von Paul Gerhardt. Übrigens mein Lieblingslied aus dem Gesangbuch. Das Lied, das habe ich heute Morgen sofort gesummt, ganz automatisch, als ich den Lehrtext für den Dienstag las. Da ermuntert der Apostel Paulus die Gemeindemitglieder in Philippi, nämlich mit folgenden Worten: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Freude ist heute unser Stichwort. Freut euch. Alle Wege, also immer. Naja, das ist leichter gesagt als getan. Denn die Freude, die kann einem ja ganz schnell vergehen. Eine dumme Kritik von einem Kollegen, ein geplatzter Termin, ein abgesagter Auftrag, eine schlechte Note in der Schule und schon ist sie weg, die Freude. Und in dieser seltsamen Corona-Zeit, in der wir uns gerade befinden, da ist es doppelt so schwer, finde ich, die Freude sich zu erhalten. Nun, vielleicht liegt es am selben Vornamen, aber weder Paulus noch Paul Gerhardt lassen sich die Freude so einfach nehmen. Paulus ermutigt seine Gemeinde dazu, sich alle Wege, also immer, zu freuen. Allerdings nennt er als Rahmenbedingung für die Freude das Sein in dem Herrn, also das unerschütterliche Vertrauen in Gott. Das hat Paul Gerhardt vermutlich genauso gesehen, denn er macht sich auf die Suche nach der Freude und öffnet sehr bewusst die Sinne für die Schönheit der Schöpfung und für die Güte und Gaben unseres Gottes. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an, der schönen Gärtenzier, und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. Lassen wir uns doch anstecken, nicht nur im Sommer, von der Ermunterung zur Freude. Gerade dann, wenn es nicht gut läuft, wenn Misserfolge an unserem Selbstbewusstsein kratzen, wenn Enttäuschungen verletzen, wenn das Herz schmerzt, gerade dann tut es gut, sehr bewusst die Augen zu öffnen für das Schöne um einen herum, die Ohren zu öffnen für Worte und Musik, die der Seele guttun, und das Herz zu öffnen für unseren Gott, in dessen Herz wir alle sind. Ich freue mich. Ich freue mich auf die nächsten Tage, 10 dienstfreie Tage. Und Sie haben nun die Wahl. Entweder Sie freuen sich, zweimal kein Mittwoch anschauen zu müssen, oder Sie freuen sich darauf, dass es wieder ein Mittwoch geben wird im Monat September. Bleiben Sie bis dahin gesund.